Kommen wir nun zu Assassin's Creed 3, 2, 1, Revelations, Brotherhood, ja. Nicht das war, alles ist erlaubt. So sieht's aus. Requias, Cart in Pace, war das so? Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Nein. Doch, Requias, Cart in Pace, ist doch egal. Ja. War das Pace? Ist Pace. Egal. Ich patsche auch gleich eine. Was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll über diese Diskussion. Ja, es gibt hier leichte Meinungsverschiedenheiten im Team. Nee, also ich glaube, wir fangen erstmal damit an, was uns allen sehr gut an dem Spiel, an der Spielreihe gefällt. Das ist mal was Neues gewesen, als es rauskam. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer noch was Neues, als es rauskam. Nee, das ist irgendwie jetzt nicht mehr was Neues, weil es gibt ja jetzt schon ein paar Jährchen. Bleiben wir beide gemeinsam. Aber es ist trotzdem noch einzigartig. Gut. Ja, also als der erste Teil rauskam, ich hab's erstmal gespielt, die ersten 10 Minuten bin damit nicht klargekommen. Dann habe ich es weggelegt und dann habe ich erst Jahre später ist dann nochmal versucht, dann habe ich es durchgezockt, ich fand es gut. Geschichtenmäßig vielleicht etwas fragwürdig, aber das hat sich dann geklärt, als ich den zweiten Teil gespielt habe. Aber so für sich war der erste Teil, ja, Revolution kann man jetzt nicht sagen. Ja, doch. Zu der Zeit auf jeden Fall. Ja, es war eine super Mischung aus verschiedenen Stealth-Games mit Lara Croft-Elementen. Als man dann den zweiten Teil dann. Ein bisschen weniger Busen. Als man dann den zweiten Teil dann rauskam, hat man gemerkt, dass der erste nicht richtig umgesetzt wurde. Also habe ich mitgekriegt. Na, ja, die haben halt auf jeden Fall verbessert. Oh ja, klar. Zumindest, also zum Beispiel in der Engine. Auf jeden Fall. Natürlich, aber trotzdem war der erst richtig umgesetzt. Na, ich fand es nicht so richtig, weil du hast vom Spielerischen nicht so wirklich, ne, finde ich nicht. Was meinst du denn? Nein, jetzt mal konkret. Na, wie sagt man, wenn du. Oh Gott, ich hab's ewig nicht mehr gespielt, warte mal, wie war denn das? Man war in der Stadt, man hatte keine richtige Karte gehabt. Brauchte man auch nicht. Na doch, ich find's immer gut, wenn man eine Karte hat und alles im Überblick hat. Ich weiß nicht, man hat einen Auftrag gemacht und immer gleich so weiter. Es gab irgendwie wen. Gab's ja, es gab relativ. Ja. Oder? Die Fahnen sammeln. Ja. Nein, also Nebenmissionen im Sinne von, es gab ja immer diese 6 Missionen und du musstest ja nur 2 machen. Demzufolge sind ja die anderen 4 quasi Nebenmissionen. Stimmt, du konntest dich ja entscheiden, ob du Bürger rettest oder. Und Bürger retten gab's ja auch noch. Erinnern, schon so ewig her. Ja, du bist auch immer wenn du eine neue, sagen wir mal, du hast einen neuen Auftrag, du kommst in eine neue Stadt, musst dann erstmal auf die Türme klettern und dir einen Überblick schaffen. Genau, und dann tauchen auf der Karte diese Symbole auf, wo du halt. Ach, deswegen musste man damals noch auf die Türme klettern. Ja, und damit du die Karte siehst. Ja, sieht man dann. Na, die Karte, ja. Die Karte war ein Witz. Also doch, die Karte, wenn du M gedrückt hast, hast du eine Karte gehabt. Ja, weißt du das nicht? Schön. Toll. Es gab keine Minimap. Es gab was? Du brauchst aber auch keine Minimap, du bist sowieso über alle Häuser rübergerannt. Ja. Das stimmt, also da braucht es. Ich habe sie nicht vermisst. Ich habe sie wurde oft bemängelt, aber ich habe sie auch wirklich nicht. Sicher, dass da keine Minimap war? Nein, es war nur so ein Radar. Du hattest ein Radar, wo jeweils Norden, weil da war ein Nord, Süd, West. Es war nur Norden gekennzeichnet, genau, wo die einzelnen Ziele sind. Und dann Abstand. Aber du hast da, das war wirklich keine Karte. Genau, stimmt, da war kein, ja. Das habe ich auch im ersten Teil von Borderlands vermisst, eine Minikarte. Da hat es ja auch nur dieses komische. Die auch so ein Radar. Das war ja nicht mal rund. Nee, das hat mich irgendwie angekotzt. Ich habe immer eine Weile gebraucht, um zu sehen, wo die Gegner sind. Ja, aber wie gesagt. Ich habe sie bei Assassin's Creed 1 nicht vermisst. Ja, allerdings bei 2 und 3 brauchst du es wiederum. Ja. Da wird es, naja, da ist es halt ein bisschen komplexer. Zum Beispiel bei 2 ich zum Beispiel, weil du da die Rennen gemacht hast. Die Rennen von 2. Da gab es auch ein paar Mini-Rennenspiele und da war eine Karte echt hilfreich. Da konntest du dir gucken, wo du hinlaufen musstest und alles. Ja. Und wobei, ja, bei den Mini-Radar auch getan. Ja, eben, bei den Mini-Rennen hätte es einen Radar auch getan. Ja, weil das mit Punkte basiert war. Ja. Also, da hätte man sich auch bessere Wege aussuchen können. Also ich habe die Karte als Karte in 2 nicht gebraucht. Ich brauchte eigentlich immer nur, ich muss in welche Richtung und das hätte ein Radar erfüllt. Und 3 ist aber auf jeden Fall praktisch, ohne jetzt groß was zu erzählen, aber da hast du halt gerne mal riesige Höhenunterschiede. Also ja, das habe ich ja noch nicht gespielt. Ja, eben. Also du hast dann gerne mal irgendwie so einen See, in dem du gerade rumplanschst. Willst du nach oben gehen, geht da aber. Willst du nach oben gehen, geht nicht, weil da eine Wand ist, eine Steinwand. An der groß. An manchen Stellen halt auch nicht hochklettern kannst du. Und dann kannst du dir halt auf der Karte angucken, okay, wie komme ich da außen rum? Wo muss ich jetzt landen? Na, mit M ging das vorher auch. Ja, aber du kannst halt mal kurz auf die Karte gucken und weißt dann, wo du lang musst. Das ist das Ziel von der Minimap eigentlich. Ja. Aber wirklich, wie gesagt. Weil da kannst du ja eigentlich bloß
auf das Ziel gerade zulaufen und hoffen, dass kein Hindernis kommt. Also, wo ich dir recht geben muss, nach wie vor, ist das in Assassin's Creed im zweiten Teil, ich spreche jetzt nicht nochmal diesen Namen aus, im zweiten Teil, was die Engine und die Steuerung angeht, deutliche Verbesserungen. Ich glaube, das habe ich auch mit gemeint mit verbessert. Also da hat ja, du meinst, aber ich aber muss es war vorher scheiße, aber es war es nicht. Ich muss dir aber auch als, also es war schon geil. Als der Teil alleine war, war es geil. Mhm. Weil man konnte es mit nichts anderem vergleichen. Ja, es war neu auf dem Markt und es hat so viele neue, ich glaube, es hat neue Leute rangezogen, die mit anderen Spielen zum Beispiel nicht klargekommen sind, weil sie einfach mal was Neues gebraucht haben. Genau. Aber wenn es jetzt Leute spielen, die vorher zum Beispiel einen anderen Teil gespielt haben, den zweiten oder ja, was dann in, im Vergleich ja, das ist es immer nie. Das geht nie. Nicht. Das geht auch, nicht. Das wird auch bei Borderlands. Aber es, doch. Das macht einen Teil. Doch. Es gibt viele Teile, es gibt viele, viele Spielereihe, wo auch der erste Teil immer noch viel Spaß macht. Aber das ist jetzt bei Assassin's Creed bei mir nicht mehr der Fall. Mhm. Ich kann nicht mehr den ersten spielen, weil. Naja, ich schon, weil ich mich ja darauf eigentlich. Also ich habe ja sowieso erst. Ich habe bei dir wieder den ersten gesehen. Hab dann auch den zweiten gesehen, hab dann selber mit dem zweiten angefangen und hab dann den ersten gespielt und hatte im Prinzip eigentlich kaum ein Problem. Das Einzige, was mir immer mal passiert ist, ist, dass ich abgesoffen bin, weil ich vergessen habe, dass ich nicht schwimmen kann. Und das Sprungattentat nicht klappt, das stört auch. Ja, du bist halt immer hinter die Leute gesprungen, hast sie erstochen, aber das ging halt. Nee, also wie gesagt, ich. Sprungattentat gab's noch? Gab's nicht, ne? Ich finde nach wie vor den ersten deutlich stärker als den zweiten. So, das muss ich einfach sagen. Und zwar liegt das nicht daran, dass die Steuerung irgendwie schlechter ist. Ich meine, wenn du jetzt guckst. Wahrscheinlich von der Geschichte ja nicht, wahr? Nicht so wichtig. Ja, nein, eher von diesen, von wirklich vom Hintergrund. Also es ging ja wirklich darum, dass du in eins, du wurdest zweimal verraten. Mhm. Beziehungsweise man hat dich zweimal richtig böse angekackt. Man hat dich umgebracht. Also einmal hat man dich umgebracht und einmal hat man dich verraten. Ja. So, das fand ich interessant. Außerdem fand ich auch spannend, dass du im ersten tatsächlich, du hattest 9 Gegner, nicht mehr. Mhm. Und du musstest wirklich für jeden Gegner, 10. Naja, du hattest. Der 10. war ja nur Renn hin und töte ihn. Das war ja wieder so wie im zweiten. Du hattest halt 9 Gegner und du musstest wirklich erstmal irgendwie ein bisschen Informationssammlung betreiben, da dich in der Stadt umgucken. Da kamen dann auch sinnvolle Hinweise bei raus. Da also kam dann tatsächlich richtig gute Hinweise. Belauschst du dann irgendein Gespräch auf dem Markt und dann kriegst du mit, aha, auf den Springbrunnen im Innenhof von dem Haus, von dem den ich töten soll. Da kann ich draufklettern und komm so an ihn ran. Sowas. Zwar stimmt, das hat dann 2 ziemlich gefehlt. Und dann hast du, bist du auch tatsächlich einfach durchs Volk gegangen und hast auch teilweise mitbekommen durch diese Cutscenes, was ja das erste Mal war, dass es wirklich Cutscenes waren, in denen du dich selbst bewegen konntest, was die Leute jetzt machen, warum die jetzt wirklich sterben sollten. Also zum Beispiel Sklavenhandel, der Arzt, der irgendeinem Patient einfach mal die Beine bricht. Mhm. Und ja, das hast du ja auch noch gesehen. Und lauter so Geschichten. Mhm. Und das ging mir deutlich näher. Und dann kam der zweite und dann war, ja, der ist böse, bring ihn um. Hast du umgebracht. Naja. Der ist böse, bring ihn um. Du musst ja noch. Der ist auch böse. So, im zweiten das Teil, für mich du hast gesagt, schlechter. Der Typ im ersten Teil, Alter hier, wurde verraten 2-mal. Passiert da jetzt nicht so oft in irgendwelchen Spielen. Und im zweiten Teil wurde einfach mal seine ganze Familie ausgelöscht. Also. Er hatte im ersten keine Familie. Jetzt überlegen wir mal, warum. Die da auslöschbar ist, weil sie vielleicht schon ausgelöscht ist. Nee, weil er der Bruderschaft beigetreten ist. Und im zweiten Teil gab es die ja indirekt nicht mehr. Mhm. Wegen den Templern. Mhm. Und ich weiß nicht, Hunt, ich habe die Szene im zweiten Teil so gefeiert. Da kriege ich immer Gänsehaut am Anfang, wenn du da mit deinem Bruder oben auf dem. Auf das dem, geht mir aber auch so. Auf dem Turm sitzt und die labern dann mit dem Vollmond. Mit dem Wasser geht da. Die war aber am ersten It's good life we lead, brother. Ja, genau. Und dann du machst so viel mit der Familie am Anfang. Und dann sterben alle gehängt, außer deine, war das die Schwester, die und Frauen, die Mutter, die Frauen haben alle überlebt, genau so war das. Was ich ein bisschen dumm fand im zweiten Teil, die ganze Zeit, die Mutter in ihrem Bett hat die ganze Zeit gebetet. Mhm. Die hat nichts gemacht, die hat... Sie saß nur die ganze Zeit da. Es vergehen die Jahre... Ist sie nicht verhungert? Ja, die müsste verhungert sein. Wahrscheinlich hat sie sich von den Federn ernährt, die man gesammelt hat, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Hat man ja auch ein Bad bekommen und sie sitzt da und man hat es schon total uralt. Und sie sitzt da und sitzt da und betet. Ja, ich hab die erst... Ich meine, wenn da die Kanonenkugel einschlägt. Nee, da hat man sich da etwas mehr eingebunden im zweiten Teil. Da fängt sie wieder an zu leben. Ja. Ich habe erst, als ich das Buch gelesen habe, gecheckt, was es mit den Federn auf sich hat. Ich habe natürlich mitbekommen, dass ich am Anfang für meinen kleinen Bruder da Federn sammeln soll. Ja, ja. Aber das ist irgendwie nicht rübergekommen, dass ich für sie Federn sammle, weil diese Kiste, in die er die Federn reingepackt hat, eigentlich ein Geschenk für ihren Geburtstag war.
Das ist irgendwie komplett untergegangen. Ich dachte, das ergibt voll Sinn. Ja, aber in der Truhe, von der Truhe hat man nichts erzählt, nur dass man die Federn für die Truhe sammeln sollte. Du hast die Truhe gesehen, die Truhe hast du aber auch wiedererkannt. Ja, eigentlich schon. Aber in dem Buch war halt erzählt, dass er ihr die eigentlich schenken wollte. Und deshalb sammelt sie die, damit sie eine Erinnerung an ihn hat. Aber wie gesagt, der erste ist meiner Meinung nach deutlich besser, aus dem einfachen Grund, dass im zweiten die Gegner viel zu inflationär verschwendet werden fast. Das wird in Brotherhood ja noch schlimmer. Ja, oder in Revelations war es ja dann auch eigentlich. Also ich hab mir so gedacht, du rennst ja dann am Ende vom zweiten nach Rom und der Brotherhood setzt ja genau da an, wo du aus der Kapelle wieder rauskommst. Und dann rennst du da mit Onkel Mario durch den Vatikan und kommst dann irgendwo raus und dann kommen Gegner. Und dann sagt dir das Spiel, hey, jetzt neu, Attentatsserien. Du konntest einen Gegner, zack, alle tot. Was? Ja, das fand ich eine Neuerung, die zwar praktisch war, weil die Gegner ja auch immer mehr wurden, aber unnötig. Also hätte man auch weniger Gegner machen können und dafür schwerer, die zu besiegen. Man hat halt ein bisschen Hack and Slay reingemischt. Ja. Oh. So Skill töten. Ja. Im zweiten Teil konnte man das ja noch nicht machen, oder? Also ich redete eigentlich eher von den großen Gegnern. Nicht. Du hattest eigentlich im zweiten Teil, ich glaube, alle 10, 15 Minuten diese Szene, wie er da irgendwie seinem Bösen die Augen schließt und sagt, er soll den Frieden ruhen. Mhm. Ja. Ja, aber ich fand auch die Landschaft nicht geil. Ja, aber stimmt schon, beim ersten hast du dich mehr darauf auf. Und das ist vor allem für mich den zweiten echt schlechter macht. Ich fand. Ja, aber deswegen würde ich nicht jetzt von mir aus sagen, dass der zweite schlechter ist, nur wegen das. Also. Wir haben ja. Naja, ich sag ja, er ist gut, aber schlechter als der erste. Mhm. Ich sehe es andersrum. Also. Naja. Jeder seine Meinung. Ich fand den ersten so im Nachhinein gesehen, natürlich darf man, wie du ja meintest, darf man nicht im Nachhinein sehen, weil er war zu seiner Zeit einfach geil. Ja. Aber der war sehr monoton, fand ich. Also du hast im Prinzip immer das gleiche gemacht. Spielst du auch Borderlands. Aber da kommen immer andere abgefreakte Leute dazu. Und trotzdem verpasst du allen einfach nur einen Headshot. Ja, das fand ich zum Beispiel oder 10. Das fand ich in den anderen 10. Teilen einfach noch besser, weil du es war abwechslungsreich, du kommst in andere Gegenden. Genau. Ich meine, na gut, in Assassin's Creed hast du halt einfach deine drei Städte, die auch abwechslungsreich sind. Nee, aber auch. Du hattest in allen drei Städten aber nochmal jeweils drei Bezirke, die innerhalb der Städte eine enorme Abwechslung auch nochmal hatten. Ja, also, ja, ich meine ja auch nicht die Umgebung, ich meine das, was du tust. Ich rede ja nicht von den Maps, sondern es gab ja auch ab und zu mal hier von die Mission von Leonardo da Vinci, wo man in eine ganz andere Gegend kommt und wo man dann halt. Brotherhood dann, ne? Ja. Was Brotherhood? Ja, wo du seine Maschinen. Ja, genau. Das war zum Beispiel auch sehr abwechslungsreich. Oder auch. Ich fand ja bei Revelations die Tower Defense gar nicht so nervig. Also die waren richtig, richtig schön schwer, aber ich fand sie halt gut. Ja, die waren auf. Also was mich ein bisschen eingekotzt hat, war, dass du die Waffen zum Zerstören von den angreifenden Maschinen halt erst gekriegt hast, wenn du die Maschinen schon zerstört hast. Ja. Das Problem, was genervt hat, ist, wenn du. Die haben ja aber zufällig, wenn halt deine Städte angegriffen wurden und du gerade mit komplett woanders warst und erstmal hin. Das hat wirklich genervt und selber haben die versucht, da eine gute Idee draus zu machen, aber ich finde, es hat ein bisschen. Am Anfang war es lustig, am Anfang war es auch richtig schwer, aber es wurde dann immer leichter, wenn man immer die neueren Waffen gekriegt hat. Am Anfang war es richtig schwer. Jetzt mal kurz, bevor wir irgendwas spoilern. Du kannst doch auch abschalten. Ich habe gerade einen guten Vergleich. Wenn du genug auf die Mission geschickt hast, ja, aber am Anfang sie dann war das echt quasi eklig. Verhindern, dass die. Wenn der Meisterassassine war. Ich habe einen ziemlich guten Vergleich. Die Frage ist, ob du das schon weißt. Da gibt es ja auch eine Entsprechung zu im Assassin's Creed 3. Da will ich ja nicht spoilern wollen. Ich habe nur gehört, dass es komplett abgeschafft wurde. Ja. Fand ich doof. Die jetzige Entsprechung dazu, würde ich mal so behaupten, sind diese Seeschlachten. Geil. Und die sind einfach richtig gut. Das ist auch, was den dritten Teil richtig ausmacht. Und da, ja, also ich hab das ja irgendwie 2 oder 3 gemacht, aber die waren auch ziemlich knackig. Also, weil dann lädst du deine Kanonensalbe und dann. Und in dem scheiß Moment, in dem du loslässt, kommt natürlich eine Welle. Und die Kanonenkugeln landen einfach mal in der Welle und nicht in einem Schiff, wo sie hin sollen. Und das ist so episch, immer abzuwarten, wenn die Kanonenkugeln losfliegen und. Das sieht so Hammer aus. Hm. Ich will nicht Fluch der Karibik spielen. Tust du ja nicht. So wie ihr es beschreibt, denke ich an die Szene aus Fluch der Karibik. Es geht nur ums Geschäft. Du denkst, das komplette Schiff zerfetzt wird. Was zerfetzt wurde bei Fluch der Karibik, gab es vorher. Ja, du denkst aber falsch schon wegen der Zeit und Fluch der Karibik. Das ist ein bisschen doof. Naja, da geht es weniger. Nur wegen der Zeit ist es gleich Fluch der Karibik. Das kannst du nicht machen. Nee, kommen glaube ich gar keine Piraten vor, oder? Ja, das also ist dieser komische besoffene Truppenwald, der da in einem Monatshafen sitzt. Ja. Und irgendwelche, ja genau. Die sind alles Engländer, die Briten, die du da besiegst. Aber deine eigenen Menschen greifen dich auch an. Was?
Ja. Ein Kumpel von mir hat sich neulich, übelst am Rumkotzen. Der wurde nachher nur noch von seinen eigenen Leuten verfolgt, nachdem er ihm geholfen hat, irgendwelche Briten abzumetzen. Apropos Geschichte vom dritten Teil, ich finde die Idee in, von wegen amerikanischen Revolution ist geil, ist auch cool. Aber ich wusste nie, warum ich die Türken umgebracht habe, so richtig. Ich auch nicht wirklich. Also, na, wie halt im ersten wusste man ungefähr mal, warum du den töten musstest. Ja. Die größeren Bösewichte. Und im dritten Teil weißt du gar nicht, warum. Nee, nicht wirklich. Also, ich bin auch nicht so warm geworden. Ist so kompliziert, wegen der amerikanischen Geschichte, weil es so kompliziert alles miteinander ist. Du hast keine Guten. Du hast keine Guten und du hast keine Bösen. Mhm. Das ist so abartig. Du hast dann denkst dann, okay, das habe ich mir nämlich auch vorher gedacht. Ich war so gespannt, ob George Washington ein Templer wird oder ein Assassine. Ja, was aber er muss ein Assassine sein. Ja. Geht ja nicht anders. Also zumindest mit dir befreundet und arbeiten. Aber das haben sie trotzdem nicht gemacht. Der ist dann irgendwann, hat er dann irgendwas Böses gemacht und dann ist er auch böse. Und dann machst du für den nichts mehr, aber du bringst ihn noch nicht um, weil so böse ist er dann doch nicht. Was? Na gut, ich würde sagen, da können die Leute sich dein eigenes Bild machen. Wahrscheinlich haben 95% der Leute, die das hier angucken, das Spiel eh schon durch. Aber ich würde gerne auch wissen, welchen Charakter ihr von den dreien am besten findet. Ezio, Connor oder Altair? Man muss sagen, also von Connor habe ich noch nicht viel mitbekommen, aber er klingt für mich am vielversprechendsten. Ich fand Connor ziemlich faszinierend, das stimmt. Also ich finde Connor vom Captain echt geil, aber ich meine so vom Charakter. Mhm. So, vom Charakter bin ich irgendwie mit Ezio. Ja, ich auch, weil... Ihr seid ja mit dem aufgewachsen. Ja, weil Connor ist... Der ist richtig stur. Ja. Will ich nicht. Warum müssen wir den umbringen? Gibt's nicht einen anderen Weg? Nee. Und dann kannst du da locker mal 20 Typen wieder auf einmal töten. Ja. Aber bei einem einzigen etwas höheren? Nee. Gibt's doch einen anderen Weg. Der ist unglaublich stur. Aber ich fand seine Hintergrundgeschichte geil. Ja. Super erzählt. Schön. Siehst ja dann noch. An sich ist Altair ja auch verdammt interessant. Ja, klar, ist der interessant. Wird den aber. Hat ein bisschen was gefehlt. Ja, nein. So. Fand ich nicht, haben sie im Nachhinein noch ein bisschen gerettet. Ja, bei Revelations hat man mehr mitgekriegt als im ersten Teil von ihm. Ja, auch nicht wirklich. Doch, hat mich da ein bisschen mehr interessiert, dein Alter hier als im ersten Teil. Ja, da war wenn du dich nicht dafür interessiert bist, was das andere ist. Ich habe den ersten Teil gespielt, als die anderen noch gar nicht draußen waren. Am besten erzählt fand ich die Story von Ezio. Weil du da einfach, du hast die Sympathien quasi mitbekommen. Mhm. Du weißt, wie der Typ tickt, aber den haben sie halt auch tot erzählt. Natürlich müssen sie das so machen. Ja. Die hätten eigentlich nach zwei hätte schon drei kommen müssen. Also sie haben sich, ich fand's echt, also als ich den zweiten gespielt habe, fand ich echt schön, dass sie so viel zu Ezio erzählt haben. Dann kam Brotherhood und ich musste mir noch mehr auf die Nase binden. Ja. Dann kam Revelations und ich war eigentlich nur noch am Kotzen. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Aber die haben ja seit der zweite fertig war schon mit dem dritten angefangen. Ja, genau, sie haben was zum Überbrücken genommen. Das waren ja andere Programmierfirmen, die da was gesessen haben. Überlegen wir mal, zum dritten gibt es ja jetzt auch diese Nebenteile quasi, die sind ja auch schon wieder in der Mache. Allerdings spielst du da dann nicht Connor, sondern tatsächlich mal irgendwie eine weibliche Assassinin oder einfach mal jemand anderen. Ja, aber das ist quasi wie, vergessen die Seas, gab es auch schon mal für eine PSP oder so, für Assassin's Creed 1, wo du dann halt den Heiligen Gral suchst oder so, also irgendeinen anderen Gegenstand. Ja, aber an sich saugeile Reihe. Aber es sind schon bei alle drei echt coole Charakter, kann man sagen. Auch, außerdem, weshalb ich Altair persönlich immer, also meine Reihenfolge ist halt, Connor weiß ich nichts, würde ich wahrscheinlich sogar über Altair einordnen, und Altair ist mein, bei mir vor Ezio, weil Ezio haben sie mir zu viel auf die Nase gebunden. Ja, außerdem ist Altair derjenige, der diesen Kodex aufgestellt hat und im Endeffekt die neuen Regeln, an die sich ja dann Ezio hält, festgelegt hat. Und das finde ich eigentlich viel spannender, wie diese Regeln entstanden sind, warum jetzt das so ist und dergleichen. Ja, und deshalb ist bei mir Altair halt vor Ezio. Okay. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Einen Punkt. Sonst wir können ja noch 3 Stunden weiterreden, aber das guckt sich dann keiner an. Lasst einen Daumen da, genau. Kommentiert, wenn ihr wollt, und ciao. Bis dann. Haut da.